Und wir würden, glaube ich, direkt übergehen zu unserem nächsten Programmpunkt und schwenken um auf die Adaption von Sissi. Und dabei stellen wir uns ein bisschen die Frage nach, die ein bisschen so im Hintergrund mitläuft. Es geht ja nicht nur um die Adaption von literarischen Vorlagen, die wir ein bisschen anschauen wollen, sondern was ich vorher auch angesprochen habe, was eine große Rolle gespielt hat bei den Serien, die wir dieses Jahr für Seriencamp gesichtet haben. Serien, die auf realen historischen Ereignissen basieren, auf historischen Figuren basieren und auf teilweise auf Ereignissen basieren, die noch gar nicht so weit in der Vergangenheit liegen, wie sowas wie This England, also das, was gerade 2 Jahre zurückliegt, sofort zu adaptieren in fiktionales Erzählen. Wir schauen uns jetzt an, inwieweit sich das im Fall von Sissi darstellt, und dafür bitte ich auf die Bühne, Entschuldigung, Andreas Gutzeit und Hauke Bartel, bitte. Einmal. Ganz frisch, hallo, grüße dich. Sissi. Franz. Ich glaube, es gibt im deutschen Fernsehen, so in der jüngeren Kino- und TV-Geschichte, wahrscheinlich wenige Filmtitel, die so viel Emotionen hervorrufen beim Publikum, vor allem beim Publikum in einer bestimmten Altersgruppe, wie Sissi. Man sieht es jetzt, derzeit sind 3 Serien, also abgesehen von Sissi, 2. Staffel erwarten wir ja sehnsüchtig, jetzt Die Kaiserin auf Netflix zu sehen. Wir haben Corsage, einen Film, der jetzt in Cannes Premiere hatte, der sich mit Kaiserin Sissi aus einer anderen Perspektive auseinandersetzt. Als ihr euch dem Thema das erste Mal gewidmet habt oder als ihr euch dem Thema das erste Mal angenähert habt, was hat euch als Sender daran angesprochen und was war das, wo ihr gesagt habt, das ist ein Thema, das sich lohnt, neu in Angriff zu nehmen? Dann probiere ich es hiermit. Ja, im Grunde das, genau das, was du gerade besprochen hast, ne? Dass es wirklich eine Geschichte ist, die bei ganz, ganz vielen Menschen in Deutschland, aber auch weltweit Emotionen hervorruft. Und erstmal sehr positive Emotionen. Und dass es auch gleichzeitig so ein bisschen ein Sehnsuchtsstück ist, in Anführungszeichen, was einen erinnert an eine Zeit, die ein bisschen weniger kompliziert und weniger dunkel war als vielleicht die letzten Jahre. Und ja, ich glaube, dieser Bedarf war es, der dann irgendwann zumindest bei uns ausgelöst hat, vielleicht gibt es ja einen Ansatz, der es wert ist, diese Geschichte nochmal heute zu erzählen. Ich glaube, Andreas hat einen ganz schönen gefunden. Naja, das war ja nicht ganz einfach, so viel zum Thema Adaption, weil wir hatten natürlich auch erstmal die historische Figur und auch die Filme im Hinterkopf, um zu sehen, was man daraus machen kann. Und wir hatten, bevor wir mit dem Team, mit Robert Krause und Ella Hell, die jetzt den Writers Room mit mir bestritten haben in der ersten und der zweiten Staffel, hatten wir noch ein anderes Team. Und da haben wir uns sehr stark an der historischen Sissi orientiert, haben 3 Bücher geschrieben. Und was hast du gesagt? Langweilig. Nein, nein, Nee, nein, also es nein. ist. Du hast gesagt, die Bücher besprechen wir nicht. Das war aber genauso den Tritt in den Allerwertesten, glaube ich, wo wir dann gesagt haben, okay, wir müssen uns, glaube ich, verabschieden von dieser Figur, von der historischen Figur und der Vorlage, die ja an sich in keinster Weise diese Aufmerksamkeit, die sie ja gerade jetzt auch wieder bekommt, rechtfertigt. Wenn man sich das wirklich anguckt, ist es ja eigentlich eine nicht wirklich aufgeklärte Frau gewesen, was jetzt den politischen Teil anging, hat die Nöte ihres eigenen Sohns so sehr missachtet, dass der sich tatsächlich umgebracht hat. War nicht die beste Mutter, würde man mal sagen, heutzutage. Dass wir da eben eine völlig andere Geschichte erzählen, glaube ich, das ist der Schritt, den wir gemacht haben, wo wir jetzt auch entschieden haben, sagen, wir benutzen eigentlich Sissi als eine Kunstfigur.
Und aus der heraus entwickeln wir unsere eigene Geschichte. Und das hat dann auch ziemlich gut funktioniert. Als ihr das erste Mal das Thema oder die Serie gepitcht hattet, wie viel von diesem Kern ist da schon bestanden? Oder wie sah der Pitch aus, der bei dir angekommen ist, so gleich zu Beginn? Das ist ja tatsächlich der ganz entscheidende oder interessante Faktor. Ne? Das, was Andreas gerade so im Nebensatz erwähnt hat. Das Erste, worüber wir ins Gespräch gekommen sind, ist wirklich in Anführungszeichen die Marke Sissy oder die Figur Sissy, die erstmal unsere Neugier ausgelöst hat. Und dann haben die Kollegen mit einem Team von AutorInnen wirklich drei Bücher geschrieben, die ja in Anführungszeichen uns nicht die Frage zufriedenstellend beantwortet hat oder haben, warum man diese Geschichte jetzt unbedingt heute nochmal neu erzählen sollte, sondern es war im Grunde Bilder, die wir schon kannten, eine Perspektive, die wir schon kannten, auch irgendwie so eine Tonalität, wie man sie schon kannte. Und das hat uns dann nicht gereicht, sondern dann haben wir gesagt, nee, lass uns mal ein bisschen mutiger werden, lass uns mal nicht probieren, auch alle zufriedenzustellen oder sozusagen allen Erwartungen gerecht zu werden, sondern irgendwie ja eine mutige neue Vision daraus zu entwickeln. Und dann ja, gab es da einen sehr spannenden Pitch zu und haben dann auch mit dem gleichen Tempo den vorangetrieben. Und ja, da konnten wir uns diese Frage dann sehr gut beantworten. Das war direkt ein ganz anderes Leseerlebnis. Wie wichtig ist es für euch aus Sendersicht, genau in dem, sag ich mal, doch mit Serien überschwemmten Markt genau sowas zu finden, dass jemand eine Marke hat und sich da das so ein bisschen dreht und darin was Neues findet, was überrascht und sozusagen gleichzeitig das Vertraute zu schaffen und so einen Andockpunkt zu schaffen, wo man nicht von null erzählen muss? Ist wahnsinnig wichtig für uns. Also du sagst es ja schon, der Markt an Serien oder an fiktionalen Stoffen ist wahnsinnig eng aktuell. Also es wird ja wirklich wöchentlich kommen 3, 4, 5 auch große, spektakuläre neue Serien auf den Markt. Und ich fürchte fast, das Publikum ist inzwischen froh, wenn die sozusagen einen Grund hat, einer neuen Serie keine Chance zu geben oder zu hören. Musst du dir nicht angucken, kannst du von deiner Watchlist lassen. Das heißt, in dieser übersättigten Zeit durchzustoßen mit etwas, was zumindest irgendwie eine Neugier auslöst und wo man auch gar nicht so viel erklären muss. Das Attraktive an Sissy oder das, was es auch für zu einer Marke macht, ist ja, dass alleine dieser Name sofort was auslöst. Sofort haben alle so ungefähre Vorstellungen, wohin die Geschichte gehen könnte. Und das ist wahnsinnig wertvoll, dass man sozusagen nicht mit ganz viel Erklärung und Mediavolumen, in Anführungszeichen, erstmal die Grundlage schaffen muss, sondern dass da erstmal was ist. Und das fand ich auch ganz interessant, was du vorhin gesagt hast zum Thema Hate-Watching. Gerade wenn sich RTL einer bekannten Marke annimmt, dann ist da natürlich auch immer eine Prise, oh Gott, was haben die denn jetzt damit vor dabei, wenn sich die Leute das angucken. Und ich glaube, RTL ist immer dann am stärksten, wenn sie diese Neugier von allen Seiten sozusagen erstmal annimmt und im besten Fall dann mit der Geschichte auch zu überzeugen weiß und sozusagen Kritiker zu Fans macht. Mit Sissy ist uns das ganz gut gelungen. Es war ein wahnsinnig erfolgreicher Start auf der Plattform und dann auch sehr erfolgreich linear. Kann aber natürlich auch schief gehen. Also gehört zum Geschäft dazu. Ich glaub, wir haben schon eine erste Frage, die vielleicht hier anschließt direkt. Genau, mich hat jetzt sehr interessiert, was bei diesem zweiten Pitch, der jetzt irgendwie mutiger gewesen ist, was da genau passiert ist in diesem Prozess. Also könnt ihr da vielleicht nochmal genauer drauf eingehen? Ja, können wir. Gott, jetzt geht's los. Die furchtbare Geschichte erzählen, was RTL hat. Naja, wir hatten, wie gesagt, diese etwas nervige und nicht wirklich klare Figur entwickelt. Jetzt retrospektiv, wenn man sich das anguckt, kann man total nachvollziehen, warum Hauke diese Entscheidung da getroffen hat. Und Hauke sagte, naja, unsere Sissy, die kann sich alles leisten. Die kann sich zum Beispiel, nachher sehen wir, glaube ich, den Einstieg unserer Serie, dann wisst ihr, was er gesagt hat. Und dieser Mut, der uns da auch von der Redaktion und von Hauke speziell zugesprochen wurde, der hat uns natürlich nochmal völlig befreit und hat gesagt,
hat uns gesagt, wir müssen uns nicht an diese historische Vorlage halten, sondern wir müssen eine gute Geschichte erzählen. Wir müssen die Geschichte einer Frau erzählen, die von ihr in der Gesellschaft, in der sie rein will, aus Gründen, die sie selbst noch gar nicht nachvollziehen kann, dort nicht gesehen wird und sich durchsetzen muss. Und das ist natürlich eine starke Frauengeschichte. Das ist ziemlich en vogue. Das ist spannend zu sehen, wie eine Frau sich in dieser Welt bewegt und welchen Preis sie bezahlt. Und diesen Mut, den man uns da gegeben hat, der hat sich durch die ganze Produktion durchgezogen. Das heißt, von der Geschichte her bis zu den Kostümen, auch da gab es das klare Bekenntnis, wir wollen Kostüme in einem Kostümfilm haben, die in irgendeiner Art und Weise so aufregend und zeitgemäß sind, dass keiner uns danach fragt, ob die Kostüme wirklich so waren. Und tatsächlich war es dann auch in der Entwicklung, gerade was die Kostüme anging, das Thema, dass wir so viel selbst entwickeln mussten, weil alles, was du aus dieser Period kriegst, in ganz Europa sind ja die Kollegen um Mädchen rumgerast und haben halt nur so richtig alten Rodder aus jedem Fundus gezogen, hast du angeguckt, das werden wir garantiert nicht zeigen. Und das muss man sich nur erst mal trauen. Interessanterweise, ich habe 20 Jahre lang Dokumentarfilm gemacht, ich bin, glaube ich, seit in den letzten 5 Jahren öfters gefragt worden, stimmt das denn? Und frage ich immer, wo sind wir eigentlich jetzt hier, jetzt noch im Dokumentarfilm? Und das war, glaube ich, auch das Geheimnis dieses Erfolges, dass man sich auf die Geschichte konzentriert hat, dass man sich getraut hat, dass diese Figur auch was machen darf, was nicht historisch verbrieft war. Und das hat es natürlich frisch und aufregend gemacht. Ich habe meine Frage. Ja, sehr gerne. Ich finde das super spannend. Ich habe mich 2007 damit beschäftigt. Da gab es Son Welser, einen Sissi. Hallo, erstmal Hauke. Gab es eine Sissi-neue Biografie über sie, die wirklich die wahre Sissi, genau was du sagst, ist scheiß Mutter, schuld am Ersten Weltkrieg, weil sie mit den Ungarn rummachte und all dieses Zeug. Und eigentlich was anderes als Harecam hat sie nicht gemacht. Und der damalige Programmplaner Volker Czerczynski sagte, Joachim, das müssen wir machen, wir müssen mit der Legende Romy Schneider aufhören. Mich wundert eben, dass ihr das Wort Romy noch gar nicht gesagt habt, weil Romy Schneider ist ja wirklich die Frage, was adaptieren wir hier eigentlich? In Deutschland, kein Mensch weiß ja, wer Sissi ist und es geht ja eigentlich um die Adaption der Romy Schneider Filme, die das prägen. Und ich sagte ihm damals, und das erinnert mich jetzt ein bisschen, was ihr sagtet, ich sagte, kein Mensch will die wahre Sissi sehen, sondern eigentlich geht es darum, eine Modernisierung der Romy Schneider Filme zu machen. Und das würde mich mal interessieren, ob das ungefähr euer Weg war. Na, ich glaube, also wenn wir den Einstieg gleich eh noch gucken, das war ja ein sehr klares Signal. Ich weiß nicht, wer die Serie schon geschaut hat. Dass es hier anders zugehen wird als bei Romy Schneider. Und trotzdem muss man sich natürlich bewusst sein, dass jeder Zuschauer, jede Zuschauerin ab 30 mindestens, sage ich mal, der unsere Sissi sieht, wird diese Romy Schneider-Filme im Kopf haben. Also es ist immer so ein bisschen ein Assoziationsraum, in dem man sich da bewegt, der total spannend sein kann. Also dass man eben sich dann auch die Frage stellt, welche Sachen wollen wir ganz bewusst so machen und welche wollen wir ganz bewusst ganz anders machen. Und alles, was da die Diskussion antreibt und sozusagen den Leuten Gesprächsinhalte liefert, ist da ja erstmal spannend. Also wir sind ja nicht im Geschäft des Geschichteschreibens, sondern im Unterhaltungsgeschäft. Wir wollen ja, dass die Leute gut unterhalten sind, dass sie das bewegt, was sie da sehen, dass sie sich von mir aus auch das Maul darüber zerreißen. Hauptsache, es interessiert sie und bringt sie dazu, die Serie zu schauen. Ganz also, wir hatten auch noch eine nette Anekdote, die aus dem Casting ganz früh auch diesen Punkt nochmal bespielt. Dominik Davenport, ich war schon schockverliebt beim E-Casting, das hat sich dann fortgesetzt, ist auch immer noch so. Und Dominik, als sie dann die Rolle hatte, wir hatten es dann in Berlin entschieden, ich habe sie dann noch nach Hause gefahren zu einer Freundin und im Auto sagte sie mir, du weißt schon, dass ich diese alten Filme nie gesehen habe. Ich sag, ja, wie geil ist das denn? Genau das werden wir natürlich jetzt immer nach vorne tragen und vielleicht können wir ja Hauke noch eine kleine Zahl entlocken, was RTL Plus angeht, die soweit ich das gehört habe, sind doch die Zuschauerinnen, die das schauen, maßgeblich auch jünger. Und
wenn man die unterteilen kann, so in die Hardcore-Fans, das sind doch tatsächlich relativ wenige, die das dann tatsächlich gucken mit Überzeugung. Das hätte mich jetzt so interessiert. Also wer ist die Zielgruppe, die ihr im Sinn hattet und habt ihr die getroffen mit dem, was ihr da angesprochen habt? Also wir haben bei Sissi ja so ein bisschen uns bemüht um die Quadratur des Kreises. Wir sind ja quasi als streamender Broadcaster unterwegs, sprich wir haben RTL Plus als Bezahl-SVOD-Service. Wir haben RTL als lineare Plattform. Traditionelles lineares Fernsehen ist natürlich vom Durchschnitt eher älter. Der Durchschnitts-RTL-Zuschauer oder die Zuschauerin besser gesagt ist inzwischen, ich glaube, Mitte 50. Der durchschnittliche Streaming-Zuschauerin oder die durchschnittliche Streaming-Zuschauerin ist um die 30. Und wir haben gesagt, wenn wir auffallen wollen mit dieser Sissi, müssen wir uns eher an eine jüngere Zielgruppe wenden, als zu probieren, sozusagen die Marischka-Fans irgendwie zufriedenzustellen. Und das sieht man auch ganz deutlich in den Zahlen. Also klar, im Streaming war es wahnsinnig erfolgreich, hat uns viele Neukunden gebracht, hat auch das bestehende Publikum auf der Plattform sehr stark interessiert. Aber auch linear, wenn man sich so die Demografien anschaut, dann hatten wir bei den unter 30-Jährigen, glaube ich, ja, 25% Marktanteil oder so. Das ist für RTL, das hast du sonst nur beim Dschungelcamp oder so. Sprich, das war schon sehr stark spürbar. Trotzdem war das Schöne, und das macht dann halt für uns ein Format auch zum Hit, wenn es in allen Zielgruppen zumindest eine Relevanz hat. Aber wenn wir vor der Frage standen, wollen wir uns um die 55-jährige Hausfrau mit 2,5 Kindern oder lieber um eine junge Streaming-Abonnentin kümmern, haben wir uns meistens für Letzteres entschieden. Ich glaube, die Erstere spielt ja einfach eine große Rolle für das Streaming-Portal oder leichter, die dadurch zu akquirieren. Ja. Wir haben jetzt ein paar Mal das angeschnitten, diesen sagenumwobenen Ausschnitt. Ich glaube, wir werden jetzt mal zeigen. Und vielleicht willst du kurz dazu was sagen, was wir jetzt gleich sehen werden. Der Start, die ersten Minuten. Ja, klar. Ja. Sehr gut. Nee, möchte ich nicht. Lieber gucken. Zuvor noch eine Frage. Wer hat Sissi hier gesehen, als es auf RTL Plus? Okay. Mehr als Superman. Von daher, jetzt würde ich sagen, schauen wir mal kurz rein und schauen uns diesen Einstieg an, wie wir Sissi das erste Mal treffen im Rahmen der Serie. Der war Riesenhit also, auf RTL. Find ich super, wie er das hinbekommen hat mit dem Look. Also das ist sicher viel Tricktechnik reingelaufen. Ja, Face Replacement. Wir wollten natürlich etwas Fallhöhe einbauen zwischen hier dem Original. Hier treffen wir Sissi das erste Mal in dem Film. Und ich glaube, jetzt sind wir bereit für den Einstieg in die Serie. Ich glaube, wir haben es jetzt vorher schon kurz gestriffen. Das ist natürlich ein sehr offensichtliches Spiel mit dem, was wir erwarten, wie Kaiserin Sissi. Das passiert jedem, das ist kein Problem. Hier etabliert wird. Wir haben es jetzt kurz angesprochen. Du hast es vorher auch jetzt ganz kurz erwähnt. Wie war hier das Verhältnis in der Ausarbeitung der Figur zwischen historischem, mit dem ihr gearbeitet habt und eine Auseinandersetzung eigentlich stärker mit der Marke Sissi, wie wir sie kennen aus den Filmen? Also ich glaube, wie man ja sieht, wir haben uns sehr auf die Figuren konzentriert und auf die Themen, die diese Figuren umtreiben. Witzigerweise ist unser Kaiser wahrscheinlich historisch viel akkurater als Karl-Heinz Böhm, der war jetzt eher nicht der Blutkaiser, unserer ist es schon. Aber wir haben es halt geschafft, und das ist, glaube ich, auch der Trick, warum die Serie gut an sich als Story funktioniert, dass wir uns eben auf die Figuren konzentriert haben, dass wir die Geschichte erzählt haben, die diese Figuren uns aufgetragen haben, und dass wir uns wenig bis gar nicht an die historische Gegebenheiten gehalten haben. Wir haben uns inspirieren lassen. Also wir haben zum Beispiel auch einen Kaiser, der geht tatsächlich in ein Bordell. Das beruht auf einer wahren Geschichte, weil dem wurden regelmäßig hygienische Damen zugeführt, damit er eben etwas entspannter bleibt im Leben eines Kaisers. Und diese Idee haben wir natürlich aus der Historie uns genommen, hat unsere Writing Room Assistant rausgefunden und wir gesagt,
Das war die Frage, die wir noch beantworten mussten, und das hat sehr, sehr gut funktioniert. Was das Thema Marke angeht, ich glaube, das war für mich auch so eine Erkenntnis, dass wenn man so eine Marke vor sich hat, es ist natürlich unverhältnismäßig einfacher, die vor einen Kunden zu bekommen, sofort auch dort als erstem Publikum sozusagen eine Vision zu entwickeln, die beim ersten Durchgang nicht die gleiche war, beim zweiten Gott sei Dank dann schon. Ich hatte diese Serie, bevor sie bei RTL war, mindestens einmal schon verkauft bei einem anderen Sender in Deutschland. Und bei einem Global Streamer waren wir auch noch. Und RTL hat dann gesagt, ne, komm, mach das mit uns, weil da steht noch eine ganze Menge mehr dahinter. Und die Kollegen haben tatsächlich Wort gehalten. Und das war natürlich auch ein tolles Erlebnis für uns. Aber wenn wir jetzt Geschichten entwickeln, frage ich tatsächlich auch mein Team die ganze Zeit, was ist denn die Vision, ganz egal, wenn wir dann nur eine Logline schicken oder nur das Thema schicken, was ist denn die Vision, die wir jetzt bei Hauke auslösen wollen? Und sobald wir anfangen müssen, eben eine Geschichte runterzubrechen in den A-Plot und den Character, was ist der Want und der Need, das funktioniert, glaube ich, viel, viel, das muss hinterher passieren, aber du musst als erstes mal wie beim Zuschauer erstmal eine Ansprache hinbekommen, und die funktioniert meistens mit dem, was da schon existiert und nicht so sehr mit dem, was wir bringen, und deswegen ist natürlich diese Adaption an sich halt auch sehr erfolgreich. Same, same, but different ist immer noch so ein Motto, nach dem man, glaube ich, als Showrunner, als Autor und als Produzent agieren sollte, weil das macht es unverhältnismäßig einfacher, als Leute von der ganz neuen Vision zu überzeugen. Dass man damit nicht irgendwie die Rolle als Autor aufgeben muss, das hat dieses Projekt auch bewiesen. Also unsere Sissy hat eine tolle Reise, wer die 6. Episode gesehen hat und wer dieses wunderschöne Bild, wo sie da durch die Blumen springt, gesehen hat und dann das letzte Bild unserer Sissy erkennt, der weiß schon, was unsere Sissy da durchmacht in 6 Episoden, und das war eine tolle Aufgabe auch für uns als Autoren. Was du jetzt auch kurz angesprochen hast, es weckt natürlich sofort bei auch den, ich sag mal, nicht nur beim Publikum, sondern auch bei den Leuten, denen man die Serie pitcht, sofort Assoziationen. Wie ist das jetzt für euch auch in der Außenwirkung in die Branche hinein, ich sag mal, also auf internationaler Ebene mit Sissy die Runde zu machen? Ich glaube, es lief in Cannes Series, wenn mich nicht alles täuscht. Ist es da auch einfacher, so eine Marke als einen Türöffner zu haben, mit der vielleicht auch, die vielleicht nicht unbedingt jetzt mit den Filmen assoziiert ist, aber wo man sofort weiß, das ist so ähnlich wie The Great oder ist so ähnlich wie, also geht so in ein, also trifft ein bestimmtes Publikum? Ja, absolut. Also Redaktionen sind wahnsinnig faul. Die Vorstellung, dass wenn man da einen bis in alle Tiefe durchentwickelte Konzeptbibel hinschickt und dann 45 Seiten in höchster Konzentration gelesen werden, bis dann das finale Urteil gefällt wird, das ist natürlich Quatsch. Das funktioniert nicht beim Sender, es funktioniert nicht bei internationalen Einkäufern, es funktioniert ja auch nicht beim Zuschauer, sondern je früher man es schafft mit einer Idee, und das kann sozusagen eine Marke sein oder sozusagen eine Original-Entwicklung, eine klare Vorstellung, eine klare Neugier zu entwickeln, desto besser. Und ja, da sind halt diese IPs oder die klaren Genre-Verordnungen und so weiter, sind alles Hilfsmittel, um diese Aufmerksamkeit relativ früh zu bekommen und sie dann auch zu halten. Ich glaube, da hat tatsächlich, um jetzt sozusagen auf das Zuschauerverhalten einzugehen, wir merken schon, dass die Bereitschaft, sich auf etwas Neues einzulassen, über, ich sag mal, die ersten 5 Minuten hinaus, dass die rapide abgenommen hat in den letzten Jahren. Und ich glaube, dass so viel Tolles das Streaming-Zeitalter uns da gebracht hat, ich glaube, das ist auch ein Ergebnis sozusagen des ja, man kann sich sozusagen permanent auch nochmal für was Besseres entscheiden. Das führt ja dazu, dass wir bei fast allen erzählerisch aufwendigeren Serien immer mit irgendeinem Knalleffekt starten. Also bei uns ist es halt eine masturbierende Sissy, oh wow, muss man irgendwie drüber reden. Bei der Netflix-Sissy ist es sozusagen der Vorgriff, über den wir, glaube ich, auch mal diskutiert hatten, sozusagen mit der Hochzeit zu starten, um schon mal einmal das Versprechen zu etablieren, da endet die Geschichte. Was
alles ein bisschen ein, kann man gut finden oder nicht, ein Ergebnis dessen ist, dass wirklich, wenn du es nicht schaffst, mit einer Geschichte innerhalb der ersten zwei, drei Minuten diese Neugier zu wecken, der Zuschauer eben wieder weg ist. Und ich glaube, es ist vielleicht auch, weil du gesagt hast, die Redaktionen sind faul, also die Redaktion, mit der wir zusammenarbeiten, das ist nicht der Fall. Die sind sehr engagiert, jetzt auch in der zweiten Staffel. Ich glaube, dass da ist natürlich, also ich möchte deinen Job nicht haben, ne? Also so viel Geld zu setzen, so einen Chip zu setzen und dann laufen da diese Menschen rum und geben das ganze Geld aus und dann muss daraus ein Erfolg werden. Also so, klar, es ist, glaube ich, nicht ganz einfach. Und das ist wahrscheinlich nicht nur bei dir so, sondern auch bei den Einkäufern in Frankreich, Italien, in Österreich. Da lief das alles auch so mit so mal Pi mal Daumen 20-22% an Weihnachten. Die entscheiden das natürlich ganz genauso. Und so für die Kolleginnen jetzt und Studierenden, die jetzt schreiben und pitchen wollen in naher Zukunft, weniger ist meistens mehr. Also ich bin fest davon überzeugt, dass ein Grund, warum wir überhaupt vor die Tür gekommen sind, wir sind ja nicht das erste Sissi-Projekt. Da gab es das Netflix-Projekt, das kam noch ein bisschen später als wir, aber da gab es davor ja noch Dutzende davor. Und ich glaube, wir sind tatsächlich vor die Tür gekommen mit einem richtig geilen Cover. Wir haben ein richtig geiles Cover gehabt, das so ein bisschen eine andere Sissi erzählt, ein bisschen dunkler und alleine das hat schon funktioniert. Und jetzt wir entwickeln ein Mozart-Projekt momentan, da geht es um das Ähnliche. Da sind wir tatsächlich übergegangen und haben einen Pitch-Trailer gemacht für Cannes Series, 5 Minuten. Und den hänge ich jetzt in jede E-Mail riesig groß vorne rein und sage ausdrücklich dazu, du musst nichts lesen, noch nicht mal 3 Seiten, just click here. Und was ist der Eröffnungssatz dieses Trailers ist, Mozart is a global brand. It has been successful for 250 years. Und das ist der Pitch. Und damit kommen alle schon mal klar. Und dann wollen sie entweder Amadeus kaufen, Remake von 86 oder was ganz anderes. Und bei uns ist es was ganz anderes. Das heißt, sie wissen noch gar nicht, was das eigentlich ist, was das vielleicht werden kann. Du hast eine genaue Vorstellung, aber du spielst erstmal mit der Erwartungshaltung gegenüber der Marke, jetzt wieder ganz unromantisch, des Einkäufers. Ich glaube, wir haben hier auf jeden Fall noch eine Frage, die ich gerne mit einbauen würde. Ich fand es jetzt sehr spannend zu sehen, dass ihr also sagt, ihr wolltet mutiger sein, auch jetzt die sexuelle Selbstbestimmung von der Sissi, von der Frau zu sehen, sie ein bisschen dunkler zu gestalten, von diesem Rollenbild weg. Ich frage mich dann, warum habt ihr keine weibliche Head-Autorin ins Team genommen oder eine weibliche, also eine Regisseurin? Genau, das habe ich gefragt. Und nochmal einen anderen Blick drauf. Also wir haben eine junge Autorin, die tatsächlich, das war ihr allererstes großes Serienprojekt, die hat mein Kollege Robert Krause empfohlen, Elena Hell. Die haben wir tatsächlich im Krankenwagen ins Krankenhaus gecastet und haben gesagt, möchtest du, wenn du dein Kind geboren hast, nicht gleich anfangen, sie auf keinen Fall. Und dann 8 Wochen später rief sie an und sagt, na, vielleicht so eine Episode oder so. Und das war ein super Erfolg. Und ohne Elena hätten wir diese Serie auch nicht machen können. Das ist natürlich klar und deutlich. So. Das Thema Regie, das treibt uns immer um. Weibliche Regie, jung und erfahren, ist enges Feld. Da gibt es nicht viele und da sind natürlich auch viele Projekte am Start. Und wir waren dann jetzt sehr glücklich, dass wir Sven Bose gewinnen konnten, der ja hier auch studiert hat, wenn ich da jetzt richtig informiert bin. Mhm. Und das Ergebnis, ich glaube, das Ergebnis einer Regie ist natürlich auch ein Verständnis dafür. Und wenn man jetzt guckt, was für Themen werden eigentlich in der Serie behandelt, und wenn man sich die Sachen anguckt, die Sven vorher gemacht hat, Kudamm, zumindest mal 2 davon, da war schon klar, dass er zumindest eine aus der weiblichen Perspektive heraus erzählen kann. Und deswegen war das auch der Grund, warum wir uns dafür entschieden haben. Aber es ist aus produzentischer Sicht unglaublich schwierig, Kolleginnen an den Start zu bekommen, weil viele, gerade junge Kolleginnen, da hat man natürlich dann Sorge, wer kann denn jetzt so einen Ritt, 80, 70, 72 Drehtage, im Ausland mit Kostüm und hat sowas noch nie gemacht und hat vielleicht 2 Filme im Gepäck. Und da wird es dann irgendwann auch schwierig, dann, wenn das eine Redaktion sagt, jetzt legen wir hier so einen Chip hin, wollen wir da nicht auch
die Erfahrung haben. Und das ist ja immer so dieses Bezugsfeld, in dem wir uns bewegen. Mutig, das gleiche Argument hatten wir bei Dominique Davenport. Auch die haben wir, die war im März vorletzten Jahres noch Studentin in München und ist einmal durchs Bild gelaufen, letztendlich bei Night Train to Lisbon. Und das hat 1A, ist 1A aufgegangen, hat wunderbar funktioniert, ist ein absoluter Profi und mittlerweile, ich werde nicht bezahlt von Dominique Davenport, aber ich glaube, sie würde ein richtig großer europäischer Superstar werden. Ich will es noch mal kurz weiter öffnen. Gibt es noch eine weitere Frage? Ich glaube, da drüben haben wir noch einmal. Ich finde es super spannend, dass ihr euch so komplett frei gemacht habt, eigentlich von historischen Fakten. Mich würde trotzdem interessieren, ob es nicht doch irgendwie eine Form von historischer Verantwortung gibt und wie ihr da mit diesem Spannungsfeld eigentlich wirklich umgegangen seid in der Arbeit. Oder ob es die vielleicht auch gar nicht gibt. Also ich sag mal so, ich habe diese Filme damals auch unter Zwang an Weihnachten gucken müssen. Das hat mich aber trotzdem so interessiert, weil da waren ja auch diese coolen Uniformen und da war ja halt die Pferde und alles, was man so als Zehnjähriger eigentlich ganz cool findet. Und ich habe dann angefangen, da gab es auch noch so Bücher, die man aus dem Schrank ziehen konnte und blättern musste bei S. Und da hat man nichts gefunden, weil da musste man bei E gucken und so. Und ich habe tatsächlich da tatsächlich angefangen, überhaupt dieses ganze Thema, das ist eine Geschichte, die ist 150 Jahre her, die hat mich damals nicht interessiert, aber ich bin auf diesem Weg tatsächlich da auch hingekommen und habe mich damit informiert. Und wenn uns das bei einem 10-jährigen Jungen, wie viele wir davon bei RTL erreicht haben, weiß ich nicht, aber wenn wir einen erwischt haben, finde ich das schon ziemlich cool. Ich glaube nicht, dass man als moderner Geschichtenerzähler die Verantwortung hat, die Geschichte, die vor 150 Jahren geschrieben wurde, und die wurde genauso gemanagt, damals schon, weil die Briefe, die es da gibt, die waren ja auch, das Bedürfnis, den eigenen Teil der Geschichte darzustellen. Ob der gestimmt hat oder nicht, das weiß ich nicht. Aber Ernst Marischka, wenn man sich die Filme anguckt, da ist natürlich auch nichts historisch richtig. Und insofern, glaube ich, bewegt man sich da in ganz normalen Gewässern, was da fiktionale Stoffe angeht. Ich glaube, es wäre fatal zu behaupten, dass wir eben hier jetzt einen Bildungsauftrag, was jetzt Historie angeht, haben. Und den füllen wir nicht, den weisen wir tatsächlich auch zurück. Genauso wie wir mit der ersten Szene den Vergleich mit Romy Schneider auch zurückweisen, sagen, interessiert uns nicht, hat mit der gar nichts zu tun. Hat, glaube ich, ganz viel damit zu tun, also was man sich sozusagen selber vornimmt und was man sich auch für ein Etikett da dran klebt. Also wenn wir da jetzt reingeschrieben hätten nach einer wahren Geschichte oder uns sozusagen als Historienfilm gebrandet hätten, dann, glaube ich, hat man diese Verantwortung ganz sicher. In dem Fall wollten wir eine spannende Geschichte erzählen. Ich glaube, man hat trotzdem, egal was für Geschichten man erzählt, natürlich für den Inhalt und was man damit in Anführungszeichen für Werte, Konflikte, Muster transportiert, immer eine Verantwortung. Aber das ist, glaube ich, dann unabhängig davon, ob es sozusagen angelehnt ist an eine Geschichte. Genau, wir wollten keine historische Wahrheit, sondern eine emotionale Wahrheit erzählen. Und das ist die Verantwortung, glaube ich, über die man nachdenken muss. Wir hatten hier, glaube ich, noch eine Frage. Genau. Ist an sich relativ ähnlich wie die letzte, aber habt ihr in der Produktion, also in der Serie, irgendwas gemacht, um euch bewusst nochmal davon zu distanzieren vom Historischen, oder verlasst ihr euch zum Beispiel eher auf das Medium selbst, wie die Erzählung ist, und einfach darauf, dass, sag ich mal, schon die fiktionalisierte Version von dieser Figur in der Kultur schon existiert? Ich bin mir nicht sicher, ob ich die Frage richtig verstanden habe. Also du meinst, ob wir jetzt nochmal klare Signale eingebaut haben, hey, das hier ist Fiction, um nicht zu... Also, dass kein Historiker bei Sissi ins Schlafzimmer geguckt hat und wusste, was die da so treibt, ist ja eigentlich schon ein Signal genug, dass wir uns da jetzt nicht in einem ARD-Themenabend befinden. Dass wir jetzt nochmal bewusst
sozusagen Genre-Elemente eingebaut haben. Nein, wir hatten tatsächlich das Thema, das treibt uns ja jetzt auch bei allen weiteren Staffeln um, wie repräsentiert man denn die Politik vor 150 Jahren, wo es Italien gibt, aber das ist gar nicht das Italien, was wir alle kennen, was ist denn mit Ungarn und dieses, was haben die Österreicher mit Ungarn, ist das ein modernes Publikum versteht das gar nicht. Und wir uns da tagtäglich mit auseinandersetzen, wir haben auch große Schwierigkeiten, das zusammenzukriegen. Und wir versuchen natürlich, diese Teile runterzubrechen auf das, was jetzt interessant ist. Also in einer neuen Staffel, die man zeitnah hoffentlich dann auch sehen wird, geht es natürlich auch um Krieg wieder. Und das nimmt natürlich eine ganz andere Brisanz an, das Thema Krieg, das wir vorletztes Jahr noch gar nicht so hatten. Und insofern versuchen wir natürlich auch da relevant zu bleiben und diese Geschichte, die für uns eigentlich gar nicht mehr wirklich relevant ist, runterzubrechen auf das, worum es geht. Es geht um einen Angriffskrieg, es geht um den Unterschied zwischen Demokratie und Monarchie, was ist da wichtig? Diese Themen wollen wir natürlich schon da besprechen, aber das ist das Bestreben, das ganz runterzubrechen, ganz, ganz einfach zu erzählen und auch nicht die Details, die vor 150 Jahren relevant waren, den Blick auf unsere Geschichte verstellen zu lassen. Und insofern, wenn uns dann jemand, also das Feuilleton und die Presse war ja uns sehr zugewandt, auch was das anging, da gab es witzigerweise keine Frage. Meistens kommen diese Fragen so aus der Branche heraus, aber so sonst hat es auch, also das Publikum ist nur interessiert an dem Vergleich zwischen Sissi und Romy Schneider und gar nicht so sehr zwischen an der wahren Sissi. Das ist, wie gesagt, das war ja damals schon eine Kunstfigur. So zwischen Bild und Bild und nicht zwischen Bild und Wirklichkeit ein bisschen. Ich meine, was Ähnliches, was man auch erlebt hat bei The Great, also die Serie, die, glaube ich, hier Stars Play hieß vor kurzem, seit gestern, glaube ich, Lionsgate Plus mit Ella Fanning, wo ja auch immer diese das ja so weit gedreht ist, dieses Bild, dass es eigentlich das Gegenteil der historischen Figur geworden ist. Aber ich glaube, hier für mich so ein bisschen die Frage, ihr habt ja mehrere bei RTL Plus jetzt mehrere Serien, die auf, sag ich mal, so wahren Marken oder Marken basieren, die in der Wirklichkeit fußen. Da geht ihr natürlich anders damit um, nehme ich an. Ich denke jetzt an sowas wie Dagobert oder Wacken ein bisschen leichter, Faking Hitler, da ist ja schon immer eine starke... die starke Suche nach Marken, die auch so einen realen Bezug haben. Absolut. Aber bei allen steht auch in Anführungszeichen das Unterhaltungserlebnis im Vordergrund. Also ob das nun Faking Hitler ist, da ist es, glaube ich, noch mal ein bisschen deutlicher, dass sofort mit dem Genre klargemacht wird, hey, wir sind hier in einer Unterhaltungsserie und nicht in einer Dokumentation. Auch Dagobert hat sehr... ich sag mal, stilisierte Elemente, die das noch klarer werden lassen. Aber ja, man merkt schon an genau diesen, an diesen Beispielen, dass es wahnsinnig hilft, im aktuellen Markt etwas zu haben, was schon mal irgendwie eine Assoziation auslöst, was irgendwie ein Bauchgefühl, eine Emotion, eine Neugier schafft, um einfach in Anführungszeichen durchzustoßen. Wir konkurrieren ja längst nicht mehr mit dem Konkurrenzprogramm am Feierabend, was läuft jetzt irgendwie beim ZDF oder bei Sat.1, sondern wir konkurrieren mit Spotify, mit YouTube, mit Netflix und so weiter, um einfach zu jeder Zeit ein gutes Angebot ja, zum Zeitverbringen in Anführungszeichen zu machen. Und da hilft es, ja, einen Anker zu haben für diese Frage, hast du schon das und das gesehen, das basiert auf Punkt, Punkt, Punkt. Ich will mich recht herzlich bei euch bedanken. Unsere Zeit nähert sich auch langsam der Mittagspause. Ihr habt jetzt eine Stunde Zeit, euch kurz die Mägen zu füllen oder kurz frisch zu machen. Wir sind hier wieder um 14 Uhr. Da geht's weiter mit dem ersten Teil des Pitching-Wettbewerbs. Und danach darf ich hier auf der Bühne begrüßen Dana Stern aus Israel, die für unheimlich tolle Serien, Adaptionen sich verantwortlich zeichnet und einen super Einblick gibt, warum Israel einer der größten Serienformat-Exporteure der Welt geworden ist. Viel Spaß auf jeden Fall und danke.